Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Ja, wahrscheinlich schon, denn wenn das Video online kommt, wird es, ich sage mal, mittags oder nachmittags rum sein. Jetzt ist es aber morgens und weil mein zukünftiger Arbeitsplatz immer noch nicht fertig eingerichtet ist, nutze ich diese Gelegenheit, um euch den Pferdestall zu zeigen, der hier auch mit am Haus ist. Ja, willkommen. Den Sterni kennt ihr ja schon. Der ist auch hier. Und ja, morgen, Renntag, Montag, weil Feiertag, 8. März, Frauentag. Ich fühle mich geehrt. Und dann kennt ihr das Prozedere. Wir schauen rein, was die Aktiven zu ihren Rennen zu sagen haben. Es sind 9 an der Zahl. Und anlässlich des Frauentags, und nicht nur deswegen, habe ich sogar auch eine Frau im Interview. Also, genau, schaut rein und let's go. Im ersten Rennen werde ich gleich mega aufgeregt sein, denn meine Bona Nomi CG ist aus der Pause zurück. Sie ist lang nicht gestartet und geht jetzt direkt ins Rennen. Und Trainer Viktor Gens wird euch jetzt die Fragen beantworten, was er sich so vorstellt, wer seine Gegner sind und wie sie arbeitet. Also hört rein. Ja, Bona Nomi hat sehr gut gearbeitet und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, sie direkt ins Rennen zu führen. Zumal ich behaupte, dass das Rennen wahrscheinlich langsamer wird als die beiden Probeläufe an dem Tag. Die Konstellation gibt das einfach her, weil für mich gibt es zwei Pferde in dem Rennen. Das ist zum einen Bona Nomi und zum anderen Let's Twist a Lot. Und einer von beiden wird, denke ich mal, nach vorne gehen und das Rennen nicht zu schnell angehen lassen. Deswegen wird es ein Rennen sein, was auf den letzten 400-500 Metern entschieden wird. Ja, das wird nicht zu hart werden für Bona Nomi und sie ist fit. Und deswegen habe ich mich entschieden, ins Rennen zu gehen. Ich rechne mir auch eine gute Chance aus. Im zweiten Rennen geht Riven mit Thomas Heinzig an den Start von der Startnummer 1 und der Gegner in diesem Rennen ist definitiv Arabesque Hasela mit Dennis Spangenberg. Und ich habe Tommy natürlich gefragt, ob er sich schon eine Taktik zurechtgelegt hat, wie er Arabesque das Rennen schwer machen kann und natürlich auch, ob er die mit uns teilen kann. Ja, naja, ob ich mir eine Taktik zurechtgelegt habe, ein Rennen schwer zu machen. Vielleicht ist die bessere Idee, das Rennen für mich gut zu machen. Letztes Mal hat er den aufwendigeren Rennverlauf gehabt, als wir beide gegeneinander angetreten sind. Und hat trotzdem das bessere Ende, wenn auch knapp 40 behalten. Und ja, mal gucken. Ich werde versuchen, für mich ein gutes Rennen zu kriegen. Irgendwann wieder ein schönes Rennen, verstecktes Rennen mit Führpferd zu kriegen. Und mal gucken, dass ich im Einlauf vielleicht nicht zu weit von ihm weg bin. Und letztes Mal war er, wie gesagt, schon sehr stark. Den Start danach hat er mir nicht ganz so gut gefallen, aber wenn er wieder so geht wie in Karlshorst, ist er bestimmt schwer zu schlagen, aber vielleicht können wir ja nicht bis umdrehen. Wir geben uns Mühe, mal gucken, versuchen unser Bestes und die Hoffnung stirbt zuletzt. Im dritten Rennen ein weiterer Starter aus dem Hause Stolle. Over the Cloud und der hat es definitiv, schon wieder definitiv, oh mein Gott, jetzt fällt es mir wirklich selber schon auf. Also der hat auf jeden Fall kein einfaches Rennen erwischt. Salve Donatella, die ihn letztes Mal geschlagen hat, Go for Gold ist drin und auch Sir Bourbon. Und Dennis wird mir jetzt mal erzählen, wie er sich das Rennen so wünscht, wie es kommen könnte und ja, wie es laufen kann, wenn alles gut geht. Naja, mit Nummer 8 werden wir wahrscheinlich gezwungen sein, am Start nicht loszufallen. Eigentlich fängt er gut an, aber die Inneren fangen auch gut an. Suburban geht eigentlich auch relativ gute Rennen. Cyberdonna geht momentan nur gute Rennen. Und Go for Gold ist auch ein gutes Pferd. Da müssen wir ein bisschen Rennglück haben, dass wir gut im Rennen sind, dass das vielleicht am Anfang die ersten paar hundert Meter ein bisschen überpaced ist, dass die anderen sich die Luft rausfahren. Dann könnten wir zum Schluss zuschlagen. Falls das nicht so ist, sondern sich alle schön brav einsortieren, wird es schwer von hinten nach vorne zu kommen. Im vierten Rennen habe ich Franz Josef Stamer zu Ivan Opetnik befragt. Der hat mich nämlich beim letzten Rennen persönlich nicht ganz so überzeugt. Auch wenn er weite Wege gehen musste, ist das eigentlich keine Schwäche von ihm.
Heute hat er es auch nicht einfach. Er trifft auf Fight of the Night und auf die letztjährige Stutenderby B-Finalistin Honfleur. Und ja, da habe ich Franne natürlich gefragt, ob wir dieses Mal einen stärkeren Ivan Opetnik erleben dürfen als letztes Mal. Ja, immer die Technik streikt, zumindest die Kamera vom Handy, daher eine Sprachnachricht. Du hast sicherlich recht, das war nicht überzeugend vom Ivan Opetnik letztes Mal. Außenrum, das braucht man, glaube ich, jetzt nicht nochmal mit ihm machen. Wir sind natürlich mit der zweiten Reihe gezwungen, uns eine Lage zu suchen. Dadurch kann er schön aus dem Rücken kommen, aber sicherlich sind Gegner wie Fight of the Night absoluter Favorit. Honfleur wird sich gefestigt haben nach der Pause, hat auch, denke ich, eine Entwicklung genommen und hat auch davor schon gute Rennen gezeigt. Und Rockabies dabei oder auch Billie Jean, die auch Form gekriegt hat und in Karlshorst gut gelaufen ist letzte Mal vor der kleinen Pause. Also das Rennen ist sicherlich ausgeglichen, aber Hauptgegner wird sicherlich Fight of the Night sein. Und wir schauen, wie die Rennsituation sich ergibt und werden dementsprechend aus dem Rücken kommen. Fünftes Rennen, wieder mal mein Franzose Goldoraki im Interview, beziehungsweise sein Trainer, denn Goldoraki kann nicht so viel zur Situation sagen. Aber beim letzten Start in Karlshorst, da haben wir einen Lichtblick erlebt. Er hat angezeigt, dass da vielleicht doch mehr in ihm steckt. Und ich weiß, dass man noch was Kleines verändert hat, deswegen hier der Trainer. Also das letzte Mal hat er einen kleinen Ansatz gezeigt. Ich musste ihn im Einlauf halt immer wieder auf die Beine halten. Er wechselte immer wieder zwischendurch, er wurde danach behandelt, hatte dann auch in der Arbeit relativ gut darauf reagiert. Und das Feld ist überschaubar, also fast die gleichen Gegner wie das letzte Mal und man könnte sich eine kleine Chance ausgeben. Sechstes Rennen und diesmal ist Roman Matzki mit Horatio oder Horatio Fortuna am Start. Da gehen die Meinungen ja manchmal auseinander. Aber er ist jetzt eine Weile nicht gelaufen und in Belgien schien er mir persönlich nicht ganz in Topform gewesen zu sein. Die Gegner heute sind definitiv Desavide und Willoughby Evert. Aber ich denke, ein hundertprozentig aufgelegter Horatio dürfte die im Schach halten können. Was sagt der Trainer dazu? Ja, in Belgien war er nicht gut drauf, das Pferd. Anscheinend hat er die lange Fahrt nicht gut überstanden. Er war auch danach, dann die zwei Tage danach, sehr, sehr müde. Wir haben ihm danach eine wohlverdiente Pause gegeben. Aus der Pause ist er jetzt gut rausgekommen. Er macht einen guten, frischen Eindruck. Und das Rennen ist sehr, sehr überschaubar natürlich. DSABD hat letztens gut gewonnen, aber da war auch nicht viel drin in dem Rennen. Nach Klasse sollte er nochmal jetzt rausgucken in dem Rennen. Aber wie gesagt, man sagt immer, Form schlägt Klasse und wir kommen aus einer Pause. Und sind auch zufrieden mit dem zweiten und dritten Platz. Im siebten Rennen steuert Thorsten Tietz Grenadine, die ihr letztes Rennen souverän gewonnen hat. Heute muss sie sich aber mit Mr. Johnny H. und Paladino rumschlagen. Und ich habe Thorsten gefragt, wer für ihn das beste Pferd im Rennen ist. Grenadine ist zu mir gekommen vor 4-5 Monaten und hat sehr schnell gelernt. Und ich muss sagen, die beiden letzten Starts, die waren sehr souverän. Sie hat sehr leicht gewonnen und es war mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Und ich sag mal, zwischen Paladino und Grenadine liegt nicht ganz so viel. Paladino ist das erfahrene Pferd, der hat mehr Starts und verfügt über mehr Grundgeschwindigkeit. Leider ist es mir letztes Mal nicht gelungen, ihn von hinten zu fahren, weil sich's komisch ergeben hatte. Wenn er hinter den Pferden liegt und ruhig im Rennen liegt, hat er, glaube ich, einen höllischen Speed, den wir aber jetzt im Moment noch nicht beweisen konnten. Weil er jetzt jedes Mal in der Offensive war und ich hatte gedacht, dass es auch von vorne geht, aber ich wurde dann eines Besseren belehrt. Gut, zu Grenadine, sie hat jetzt zweimal gegen schwächere Pferde gewonnen, aber wie ich eben schon sagte, sie hat es sehr leicht gemacht. Ich bin gespannt, ob sie den nächsten Sprung jetzt auch schon schafft und ich denke, ein 17,5 wird verlangt im Rennen, wenn die Bahn normal ist und das weiß ich nicht, ob sie das schon kann, aber sie wird auf jeden Fall ihren Weg machen. Vorletztes Rennen, achtes Rennen, noch einmal Roman Matzki, diesmal zu Bogumir CG, der sich wirklich glänzend in der neuen Obhut präsentierte beim letzten Start. Jetzt ist aber die Frage, kann er 20 Meter auf einen gut aufgelegten Germinal gut machen? Ja, Bogumir kam auch aus einer langen Pause, der ist kastriert worden, behandelt worden, hat er sich beim ersten Start sehr, sehr gut gezeigt.
Ja, deine Frage, ob ich Germinal 20 Meter geben kann, ich glaube ja, ich bin sehr startschnell, aber Boromir wird es auch schon schaffen. Da sind natürlich zwei, drei Pferde, die auch von vorne aus dem ersten Band 16 gehen können, das heißt, wir müssen eine Sekunde schneller fahren, aber ich glaube, er ist noch steigerungsfähig zum letzten Start und sehe schon, dass wir eine gute Chance haben, 1-2 zu sein. Last but not least, das 9. Rennen mit Jitte Meinke und Stiana BG. Für alle, die sie nicht kennen sollten, sie ist eine der wenigen Auszubildenden im Trabrennsport beim Stall Christiansen und sie bringt nicht zum ersten Mal ihre Stute Stiana BG mit nach Karlshorst. Leider sind die Formen nicht ganz so beständig, sie streut immer mal wieder eine Galoppade ein und ich habe Jitte gefragt, ob sie weiß, woran das liegt und wie sie das Rennen von ihrem Erlaubnisstartplatz 1 angehen wird. Hallo Emma, wir haben die Frage bekommen, wie ich mein Rennen von Startplatz 1 aus angehen werde. Also Stiana tritt ja immer sehr gut ein, sie möchte es auf jeden Fall. Sie hatte jetzt immer viele Probleme mit ihrer Traberei und wir haben heute nochmal einen neuen Beschlag ausprobiert. Ich habe sie gerade gearbeitet, deswegen ist sie auch noch nass. Und ja, sie trabte einwandfrei und ich hoffe, dass sie das am Montag in Karlshorst auch zeigt. Und ja, dann werde ich sie auf jeden Fall eintreten lassen und das Rennen vielleicht ein bisschen von vorne gestalten. Das letzte Mal, wo ich interviewt wurde, da ist das nicht gelungen, als ich in Front fahren wollte. Deshalb werde ich das so machen, wie es kommt. Aber mit dem Startplatz 1 ist es für sie eigentlich immer perfekt. Und ich fahre gerne von Startplatz 1, was durch meine Ausbildung natürlich auch ein bisschen voraussetzt ist. Das war's mit der Vorschau von Karlshorst schon wieder. 9 Rennen an der Zahl, 73 Starter. Das freut mich wirklich sehr. Schöne Felder. Und ja, ich würde sagen, wie immer sind wir gespannt, was der Renntag zu bieten hat. Ich habe im Wetterbericht gesehen, dass es wieder schön sein wird. Das habe ich jetzt auch nötig, weil die letzten 2 Tage mit diesem Wind, der ist so kalt. Aber naja, morgen hoffentlich Sonne und hoffentlich seid ihr alle dabei auf dem Livestream, im Livestream, mit dem Livestream. Ihr seid dabei. Ich bin auch dabei. Bis dann. Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de.